bestes Fried Chicken in Amerika hat er sich gerade auf jeden Fall gepusht. Burns in the Kitchen. Wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Junge, Junge. Wow. Das ist verdammt geil, Alter. Ich bin ehrlich, der Carlo hat eine große Klappe gehabt. Er ist so das Beste der USA und sowas. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in meiner Lieblingsstadt Los Angeles. Wir starten in dieses Video, ich glaube, zum allerersten Mal mit einer Fußball-Challenge. Die mache ich nicht alleine, die machen wir mit diesem Mann. Timothy Tillman. Ich, Randy, trete an gegen diesen Profi hier. Die Chancen stehen nicht für mich, aber der Mann hatte nicht so viel Schlaf, das heißt, ich habe vielleicht eine Chance. Wir starten auch direkt rein, es gibt 5 Challenges. Was sind die? Yes. Einmal machen wir Lattenschießen, dann machen wir Only Net, kurze Ballernamen-Challenge. Dann Spiel, das haben wir einfach Ball an die Linie spielen getauft und Fußballgolf. Okay, 5 Challenges. Wir starten auch direkt in die erste rein. Ich bin bereit. Schau doch an den Bruder David Raum. So, wie sieht es besser aus? Reingesteckt oder? Nein. So, gell? Ja. Wir werden den Ball von hier mit einem Pass, so gesagt, so nah wie möglich an die Linie spielen. Wenn er drüber geht, ist es kein Punkt. Yo. Oh mein Gott. Yo. God damn. Das war ein bisschen Risiko. Das wird schwerer, als ich dachte. Das ist halt Taktika. Oh! Digga. Der ist gut, 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 der ist gut. Der ist perfekt. Von der Linie, gell? Ich sehe das, Bro. Von der. Der geht drüber. Oh! Ja! Der war nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Bitte geh drüber, bitte geh drüber, bitte geh drüber. Der ist sehr gut. Oh mein Gott! Der ist perfekt. Deswegen bist du Profi und ich nicht. Er sieht so aus, als hätte man ihn draufgelegt. Ja. Okay, Challenge Nummer 1 geht an den Profi. Einmal wird der Ball locker hochgeworfen, man soll ihn annehmen, er muss so ruhig wie möglich. Dann wird er mittelstark geworfen und dann wird er einmal volle Power hoch. Easy? Wer fängt an? Easy. Warte mal kurz. Jetzt. Nein, nein, der darf nicht fest sein, der muss locker sein. Er ist locker, er ist locker. Mach ihn locker. Ey! Das ist mein Punkt. Okay, das ist mein Punkt. Ja. Das war Magic. Ja, das war auch Magic gerade. Okay, warte. Ja. Oh, shit. Ja. Weniger Kontrolle, würde ich sagen. Glück ist auf meiner Seite. Was sagst du? Ja, ich gebe ihn dir. Ja. Ah. Ey, 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 ey. Ball annehmen, Randy hat gewonnen. 1-1 aktuell. Lässig. Okay, was ist die nächste? Lattenschießen. Wir machen jetzt von hier einen Testschuss. An alle deutschen Fußballvereine, falls ihr dieses Video seht und sagt, hey Randy, kannst du mal gucken, wir haben die Qualität in deinen Beinen. Oh mein Gott. Yes, baby. Oh mein Gott, der Ball ist so... Aber es zählt trotzdem, also es ist immer noch 0-0. Ich weiß, ja, ich weiß. Okay, ich habe die Schusstechnik gesehen. Also, wenn du höher schießen willst, muss der Oberkörper weiter hinten sein. Ich habe das gerade gesehen, ich war zu weit vorne. Ich glaube, der geht eh drüber, Bro. Deswegen, ich bleib gleich hier. Ach so. Ja. Soll ich? Komm, mach dein Ding. Nerv mich nicht. Ah! Das heißt, wenn ich jetzt nicht treffe, habe ich verloren. Garre! Ich habe es mir vorher angeschaut, ein bisschen reingefühlt, aber ich habe es dir ja gesagt. Ich mache jetzt einfach nach, was du gemacht hast. Ach, das gibt's doch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Bro. Challenge Nummer 3 geht an den Mann. Stark! Sagen wir einfach behind the line. Ziel ist einfach, den Ball hinter die Linie zu bringen, ohne dass er vorher aufhüpft. Wir machen das Ganze aus 3 Entfernungen. Einmal 5er Linie, 18er Linie. Ist das 18er Linie? 16, ja, wohl 18 Yards. 18 Yard Linie. Ja, ich will ja bei LA spielen, nicht bei... Ja. Und dann einmal von dem Anfang des Mittelkreises. Wie viele Schritte läuft man eigentlich richtig an? Gibt es keine Zahl? Nein, jeder wie er will. Das war eine richtig gute Frage. Epa! Das sind die riskanten, Bro.
Lass den mal riskieren, den Mann. Was passiert eigentlich, wenn der verliert? Wenn ich gewinne, muss er mir auf jeden Fall ein Trikot geben. Vielleicht verlose ich dann eins an euch. Nein, das will ich selber behalten. Vergiss es. Boah, wie viele Meter sind es? Du kannst auch ins Netz. Also ja, ich versuche ins Netz, weil dann ist die Chance höher, dass ich wenigstens hinter die Linie treffe. Oh mein Gott! Kann auch sein, dass der rausgeschnitten werden muss. Ne? Also nochmal, hey, Level 3. Vorsicht, weil es könnte sein, dass die Kraft auf dich auswirkt. Nein! Okay, Leute, herzlich willkommen zu Level 3. Ah, war nicht. Nein. Gibt's doch gar nicht, Alter. Okay, Bro. Challenge Nummer 4. Ja. Timmy gewonnen, oder? Ja. Das heißt, du hast eigentlich komplett gewonnen. Ja, deswegen machen wir jetzt noch was Spaß macht. Fußballgolf. In ein kleines Tor da hinten. Wir starten von hier. In den hinteren Halbkreis. Wir sehen beide genau, in welches. Da gibt's nur eins. Ja. Geht genau auf so einen Streifen von dem Zaun. Aber davor muss er noch hier rein. We golf it. We goofen. Oh, oh. Er geht nicht durch, Bruder. Der geht nicht durch. Oh, das ist... Oh, oh. Schau mal den Platz an. Ja, danke, Digga. Mein Gott. Mit Zaun meinen wir, aber er kann auch unten den Beton berühren, oder? Das können wir jetzt festlegen. Sag du. Mir ist egal. Beton. Da Beton oder Zaun. Ist egal. Oder Netz. Ich will nur da treffen. Der geht, oder? Der ist stark sogar. Wenn ich jetzt direkt von hier treffe, das wäre schon krass. Wenn der jetzt reingeht, dann rede ich nicht mehr mit ihm. Dann rede ich nicht mehr mit ihm. Das ist sehr gut für mich. Natürlich, der Mann hat wenig geschlafen und so, aber ich habe einfach viel weniger Kraft in meinem Fuß. Oh mein Gott! Ich sag, den macht er nicht. Das ist echt ein schwerer Winkel so, ne? Ja. Der Mann hat Streit mit dem Stuhl. Und hier haben wir den Gleichstand jetzt. Verehrte Damen und Herren, soll ich mit links machen? Trau dich. Hoppala. Du hast trotzdem gewonnen. Ich glaube, dafür, dass ich nichts mit Fußball zu tun habe, habe ich... Hast dich ganz gut verkauft. Jetzt geht's weiter im Video. Check Timothy auf Instagram ab. Ist unten verlinkt. Kuss geht raus. LA, FC. Cool war's. Schwer, hat richtig Bock gemacht. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen bei Goldburger. One Goldburger, one California Classic, one Americana, one Patty Melt, one Fries and one Curly Fries. Auf jeden Fall, wenn man so sportlich aktiv ist, muss man auf jeden Fall auch, wie heißt es, gut essen. Sportliche Mahlzeit, es gibt Burger. Wir sind schließlich in L.A. Diet California. Boah, aber es schmeckt auch nicht wie Fritz Cola. Aber das Diet Cola, das spürt man, aber das schmeckt man heftig. Die schmeckt nicht so gut. Darf ich dir eigentlich sagen, wirklich, mein Fuß tut halt ein bisschen weh. Und hier habe ich auch Schmerzen, hier. Schienbein. Nein, ich merke nur den Muskel. Ja. Den Muskel spüre ich. Den spüre ich schon ein bisschen, ja. Wusste nicht mal, dass man den spüren kann. Ja, Bro, du spielst auch seitdem du 2 bist Fußball jeden Tag. Ich wäre auch fast Profi geworden, aber ich habe mich verletzt. Schienbein. Ja, dang. Kruste haben die durchgespielt, oder? Flügel aus, ein bisschen festeres. Na, sag mal. Geil. Brutale Kruste, auch eigenes Band, das man so nicht sieht, feier ich. Jetzt habe ich auf den Stuhl gekleckert. Ich bin nach dem Training, die perfekte Mahlzeit, wenn man einen Hangover hat. Und du hast heute beides. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt. Ich sag, das ist ein Traum. Gerade ist es einfach ein Traum. Ich meine, wir sehen, wie der Juice da rausgelaufen ist. Es ist einfach, es ist unfair, oder? Es ist unfair. Warum gibt es denn bei uns so viele gute Burger? Das ist genau so ein Burger, der hat mich jetzt gerade wirklich vom Schuh drauf. So flasht der gerade. Und die Pommes. Richtig geil, die Pommes. Ja, aber. Sag ich, wann gibt's den Laden? Lange? Ich glaube, den gab es schon letztes Mal, als wir hier waren. Krass, Digga.
und krasse Kruste hat das Brot, finde ich. Ja, aber du hast auf jeden Fall in so einem Toastbrot. Ich sag so, wie es ist, dieser Burger hat eigentlich die perfekte Kruste und perfekten Juice am Fleisch. Das ist, der ist gerade, boah, der schmeckt mir eigentlich besser als Burgers Never Say Die, muss ich sagen. Irgendwie der Style ist auch geil. Ja, mit dem, also so wie es so serviert wird und die Größe und der Bun. Und es ist aber eine Kette, oder? Weil davon gibt es. Ah, die anderen waren nicht das Original? Ah, okay. Dann verlinke ich euch die Adresse unter dem Video. Das ist so wie For the Win klatscht der gerade für mich. Ja, genau. 100%. Und dass wir For the Win jetzt leider nicht mehr hatten dieses Jahr. Das ist ein sehr, sehr krasser Platz. 9,5. 9,4. 9,7. Durch diesen Burgerladen auf jeden Fall hinter mir. Gold Burger, Golden Burger. War krank lecker. Warum? Was ging gestern? Nix, Bro. Tao. Ah, und dann? Highlight Room, Rasputin. Wann waren wir denn zu Hause? 3 p.m., Bro. 3 p.m.? 3 p.m. Okay, passt. Highlight Room, Day Party. Kann man ja machen. Mhm. Und Rasputin habe ich nur einen Freund abgeholt. Stop the cap! Das Wetter ist. Es. Carlo aus Berlin, den habt ihr ja schon bei Lukas in den Videos gesehen, der hat hier einen Pop-Up, da schauen wir vorbei. Und am Abend werden wir was sehr, sehr Krasses machen. Bracca, bracca, bracca. Ladies and Gentlemen, im ersten Vlog aus L.A. oder zweiten Vlog aus L.A. habt ihr mir diesen Song gefunden. Also mit bestes Fried Chicken in Amerika hat er sich gerade auf jeden Fall gerade schon gepusht. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall hat Vladislav Carlo auch gelobt und hat gesagt, hey, sein Chicken ist sehr, sehr krass. Irgendwie kann ich es mir auch vorstellen, weil der Typ ist so ein bisschen, weißt du selber, Carlo hat manchmal so rechts dran, links dran, weiß man nicht, weißt du, was ich meine? Traps in the bird, nein, birds in the kitchen. Bird. Der Mann bekommt endlich seine Spezi hier, weil der fand ja, Spezi. Ich wollte gerade sagen, egal, auch wenn man, wenn es nicht fürs Chicken ist, dann wenigstens fürs Spezi. Es ist einfach ein Pop-Up in Zusammenarbeit mit Sunset und Sunset ist die amerikanische Version von Paulaner Spezi. Ich dachte, jetzt kommt ein Boot und holt uns. Wie Ibiza. Ja. Geht ab. Was geht? Reich spaziert. Was geht, Max? Was geht? Hola. Hallo, was geht? Alles gut? So, was geht? Hallo. Wir werden dich zurück auf Tijuana. Ja. Wir reden nicht darüber. Wir reden alle hier noch drin, ja? Gut, war geil. Waren die Leute happy über dein Chicken? Waren mega happy, wirklich. Ja? Also, ja, viele meinten, war das Beste. Einer hat zwei gegessen von den Amis, war krass. Ja, genau, wir machen Family Friends, ein kleines Office-Kickoff-Event, um alle kennenzulernen, um den Leuten zu zeigen, was wir machen können. Geil. Ich bin auch gespannt, Ladies and Gentlemen. Carlo kennen wir seit über einem Jahr, würde ich sagen. Der hat uns damals Kaffee Frieda gezeigt und er macht anscheinend das beste Chicken. Und jetzt in den Staaten. Jetzt endlich. Probieren wir gleich. Ja, wie lange haben wir es nicht probiert? Viel zu lange. Und jetzt aber vor allem in Los Angeles. Ja! Timmy, mein Bruder, siehst du die Spezi da hinten? Bro, ich hab schon gesagt, ja, Spezi. Nee, warte. Cheers, Freunde. Cheers. Nee, leider nicht. Ich hab gedacht, auf deinen Sieg heute. Hast du alles andere bekommen? Ja. Geil. Spezi, hit it einfach different. So sieht auf jeden Fall Paulana Spezi. God damn! So sieht auf jeden Fall Paulana Spezi in der USA aus. Paulana Spezi, ihr seid die Besten. Das ist meine zweite Chance auf einen Sieg gegen den Mann. 6-1. Okay. Für die Zuschauer ein spanisches Wort. Remontada. Mate, shut the fuck up. Okay, vielleicht auch nicht. Chicken ist rein. Falls jemand weiß, was das Geheimnis ist, sagt es. Das ist richtig auf Hutti angelehnt. Aber was meint er? So habt ihr heute alle Chicken gemacht. Ja, genau, so haben wir alle gemacht. Aber noch hinten im Hintergarten mit so einer Pappplane über uns drüber. Hier habt ihr das Logo. Birds in the Kitchen. Ich hoffe, bei mir sind Chicks in the Kitchen, aber ansonsten bin ich glücklich. Wie sind die aufgegangen? Warte. Also, ja, ich meine, wir haben hier nur noch einen. Ja! Buns, macht die selber? Egal. Aber Lampe hin. Ja. In diesem Sinne, Leute. Perfekt. Salut. 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 Schön, dass ihr Glückwunsch. Auf L.A. Auf L.A. Nee, stopp. Nein.
Ladies and Gentlemen, Birds in the Kitchen. Wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Also ich sehe eine Dillkräutersoße. Ist es eine Dillkräuter? Was ist das für eine Soße? Ranch mit Dill und sowas. Petersilie, Schnittlauch, bisschen Zucker und Essig. Und Liebe. Ja, und für Liebe. In diesem Sinne, ey, ich sehe da Kümmel. Ja. Okay, check. Kreuzkümmel und frische Petersilie runden den Krautsalat von uns ab. Ich habe wirklich gedacht, dass das Ding schon kalt ist. Es schmeckt geisteskrank rund. Eigentlich, Junge, Junge. Wow! Das ist verdammt geil, Alter. Mhm. Boah, das ist richtig lecker. Egal, beißt ihr jetzt rein, Alter. Genau, Fußballer essen ist das. Er ist jetzt fertig. Also, ich bin ehrlich, der Carlo hat eine große Klappe gehabt. Er ist so das Beste der USA und sowas. Das Ding schmeckt geisteskrank lecker. Oh ja. es sah ein bisschen trockener aus, als ich dachte. Da ist Juice drin. Das wird auf jeden Fall für Probleme sorgen hier. Wow, Farbe, alles geil. Juicy, da läuft Fett raus. Da läuft, das Bun ist auch ziemlich geil. Was sagen wir? Crazy, oder? Ja, das ist echt krass. Hey, an ganz Amerika, herzlichen Glückwunsch. Die Pickel sind doch geil. Mhm. Die sind so schön sauer. Mach dir die Pickel selber, oder? Wir haben die abgerundet und noch mal ein bisschen verfeinert. Genau, bearbeitet. Mit viel Liebe. Also, ich kann eins sagen. Wir haben hier in dem L.A. Trip ein paar chicken Sachen gegessen. Das ist nicht der Rede wert. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich so krass, also auch Honey's Kettle, Bro, der ist ja lange, weiß nicht mehr, der ist ja lange nicht so juicy. Wow. Wow. Das ist richtig lecker, ja. Richtig gute Arbeit, Alter. Junge. Also ein Applaus wert. Wow, wow, wow. Da habt ihr euch die richtigen gesucht. Also die Kombi ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Was? So eine Spezi mit diesem Chicken Sandwich, das macht Sinn. Frische Petersilie, Kreuzkümmel, Krautsalat. Guten Appetit, mein Lieber. Lass danke, 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 danke. Weiß vielleicht nur ins Brot. Na, geh schon. Aber... Das schmeckt wirklich. Oh ja. Ihr müsst mal vorbeikommen nach unserem Spiel. Catering, ja. LAFC Catering. Nach dem Spiel. Da haben wir jetzt einen Deal auch. Herzlich willkommen in Downtown. Ich werde jetzt euch ganz kurz was erklären hier im Auto, während wir da hinfahren. Folgendes Ding. In Amerika gibt es die Möglichkeit, sehr, sehr leicht auf so Shooting Ranges zu gehen. Man gibt seinen Ausweis ab, man kann schießen, mal um zu erfahren, wie es ist. Oder halt für manche, die Jäger sind oder weiß was ich was, die können dort auch üben. Am Ende des Tages will ich nur sagen, wir wollen das einfach machen, einfach mal zum Spaß. Ja, das ist wahrscheinlich nicht gut, dass man so leicht hier Schießtraining hat und sowas in der Shooting Range. Dass wir das einfach für uns so testen möchten, aber in keinster Weise irgendwie gutheißen, dass es das überhaupt das gibt. Das verherrlichen, ja. Oder genau, sowas. Genau. Ich glaube, ich habe das ganz gut erklärt. Ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Crazy aus, oder? Sagen wir, schaut mal. Okay, okay. Ladies and Gentlemen, wir gehen jetzt rein. Zieh mal deinen Gehörschutz an, Bro. Schnell, schnell, Bro, es wird laut. Garreim, garreim. Jungs, Skin ausgucken. Ja, ich muss meine Jacke auch noch ausziehen. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind da. Es wird sehr, sehr laut. Was schon mal absolut nicht für hier spricht. Ich bin auch ehrlich, ich sage euch einfach ehrlich meine Meinung. Man kann jetzt hier, von hier, brauchst du niemanden. Das heißt, du machst jetzt selber dieses Papier. Und dann schiebt ihr das hier so vor. Schieß mir erst P8, oder? Also Glock. Ja? Garem! Ja? Okay. Yes, sir. Achso, der arbeitet hier. Also Lara, ich werde dieses Video fertig schneiden. Oder schicke ich es dir? Oh, dann schauen wir ja nur, was sie sagt. Gerade. Das ist die nervigste überhaupt. Ich hasse. Magazin rein. Scharf. Dann habt ihr geschossen. Dann bleibt es hinten. Dann würde ich Magazin nachschauen. Hier schauen. Fertig. Und jetzt fangen wir an und schießen, oder? MP4. Ja, MP5. MP5. 10 Schuss.
ist gut, guter Streukreis. Willst du? Ja, ich sag ehrlich, es macht Spaß, aber nur weil es eine Spielerei ist, so als Sport. God damn. Hebel hoch. Welchen den? Ja. Einmal drücken, einmal. Geht nicht. Geil, oder? Okay. Gau! Wetter ist wirklich immer noch beschissen, Leute. Ich sage euch gleich was dazu im Auto. Timmy, danke fürs Abholen. Kein Problem, Dick. Also, ich sag mal so, der Fakt, wenn du da reingehst, die Atmosphäre und dass du da einfach jeder eine Waffe haben kann und rein theoretisch durchdrehen kann, ist schon scary am Anfang, wenn man sich ein bisschen akklimatisiert hat. So. Ja. Der Gedanke, dass es überhaupt funktioniert, ist absurd. Ja, genau. Aber wenn man sich ein bisschen akklimatisiert hat, es bockt halt einfach. Man muss, es ist sowieso keine Ahnung. Man sieht es wie ein Sport. Wir haben gerade so einen Wettkampf draus gemacht. Wer trifft besser? Fertig. Am Ende muss man auch sagen, alle Mitarbeiter sind so gesagt bewaffnet, dass wenn was wäre, dass die handeln können. Was man natürlich nicht hofft. Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenstopp, Ladies and Gentlemen, bevor es nach Hause geht. Nach so einem actionreichen Tag. Wir gönnen uns ein Eis. Lukas hat da was rausgesucht. Sea Salt in Salt Sea. Spaß. Das heißt anders, oder? Salt in Straw. Salt in Straw. Ah, kannst du mir Schwimmflügel geben, Bro? Damn! Damn! I wanna try Chocolate Chip. Chocolate Chip Cookie Dough. Aber wie ist die Konsistenz des Eis? Sieht mir ein bisschen zu. Cinnamon Snickerdoodle Piece. Ich bin ehrlich, das schmeckt ein bisschen wie Cookie Dough von Ben & Jerry's. Thank you. And then we switch out our monthly papers. We just started our February program. Wie war der? Gänsehaut. Is it sea salt with caramel ribbons, right? Yes. Yeah, I wanna try the France chocolate almond gold bar. Sure. That's die hat mich aber komplett aussprechen lassen. With caramel ribbons, but it just has little nibs of chocolate. Hast du gesehen? Jetzt gewartet, diese Hoffnung. Sag nochmal. Can I try the... Stell mal vor, wir probieren und gehen dann. I take sea salt caramel ribbons with peanut butter brittle caramel fudge. Same thing, perfect. Same thing? Yeah. No, then I don't. I take some. What is snicker? Snicker doodle. Snickerdoodle is like a cinnamon sugar cookie. I take this one. Sure, in a cup as well? Yeah. You guys can be up just alike. That's fine. You can get the same thing. Nah. Because I eat his. That makes sense. And anything for you? Any other food? Oh. I did what? What, bro? Here for you. Thank you. Is this a single? Yes, yeah, that's a single split. Oh my god. Das schmeckt crazy. Then, man hat das Gefühl, man hat so Brezen mit Karamell. Diese, kennt ihr die Salzstangenbrezen? Hast du das probiert, das Sea Salt? Ich hab's bro. Hast du genommen, einfach so? Ja, yeah, mach das, bro. Da seht ihr mal, wie sehr ich euch vertraue. Nur deswegen. Aber das wie bei dieser 7 Wochen Bonus, Digga. Excuse me. Sorry, Number. Can I try? Also ich bin wirklich ein Fettschwein, das ist die Single-Portion, 6,50. Du bist komplett zufrieden. Also Single ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Tennisball. Ich bin Single. Too late, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Der wird eh ganz rausgeschnitten. Das muss rausgeschnitten werden. Okay, okay. Also es muss wirklich rausgeschnitten werden. Das muss wirklich rausgeschnitten werden. Der Mann hat sogar noch einen Streifen vom Schlafen gesehen. Stell dir vor, man könnte hier noch Bier trinken. Nein. Aber warum bin ich so politisch korrekt, Alter? Wir sind in Amerika, macht absolut Fun, Alter. Ich hab richtig Spaß. Man hat so Bock drauf rumzubeißen. Horst. Will jemand Cinnamon, Vinamin, Rumble Grunge, Crunch, Fudge probieren? Sag mal was. Ich habe heute noch nichts gegessen. So. Falls ihr auch Bock habt, Paulana, ihr könnt uns gerne ein paar Spezies zukommen lassen. Ich hol mir sogar so eine Lavalampe, wenn ihr mir welche schenkt. Ich sag, ich glaube. Ich muss ballern. Das kann niemals auf YouTube. Stell dir vor, ich schieß so daneben und dann liegst du, die Waffe ist schuld. Ey, irgendwer ballert mit Bazooka gefühlt hier. Einer ist mit Panzer hier reingekommen, ich schwör.
Cinnamon Snickerdoodle, Sea Salt with Caramel Ribbons und Fans Chocolate Almond Gold Bar, Compatis Cake probieren. Das geilste. Potato Casserole. Compatitis Coffee Love Nuts, Freckled Mint Chocolate Chip Marion Berry Coconut Sherbet. Ich hab gedacht, du stehst immer noch hier. Der Mann ist ausgesorgt, hat ausgesorgt mit Spezi. Ist ausgesorgt. Ist ausgesaugt. Ja. Saug mich aus. What the fuck? Saug an mir. Saug an meinen Nippeln. Ja, Leute, also geil. Ich hatte richtig viel Spaß. Sagt mir auch gerne, schreibt mir auch gerne. Vor allem, was die Amerikaner von unserem